Ihr wollt ja immer Trading-Tipps sehen und deswegen haue ich auch heute schon wieder direkt den nächsten Trading-Tipp raus. Let's go! Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Trading-Tipp und heute geht es wieder um interessante Silberkarten, mit denen ihr gut traden könnt. Es ist eigentlich wirklich der einfachste Trading-Tipp bzw. einer der einfachsten, die man im Moment so machen kann, und zwar ist da wirklich wenig Risiko dahinter und ja, ihr könnt einfach aus 150 Münzen schnell mal so 400 Münzen machen mit einem Spieler. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt mal anhand der Kandidatenliste. Und zwar biete ich mir ganz gerne mal einfach irgendwelche random Silberspieler und stelle die dann auf den Transfermarkt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das so circa abläuft. Das heißt, ich gebe hier Silber ein. Der Trading-Tipp ist übrigens nicht so einfach zu erklären, weil man halt im Endeffekt schon fast jeden Spieler nehmen kann, aber halt auch doch irgendwie nicht jeden. Deswegen passt einfach mal ein bisschen auf, vielleicht kann ich das irgendwie halbwegs erklären. So, ihr gebt hier einfach ein, 150 bei Maximalpreis und Minimum Sofortkaufpreis zu circa 300 Münzen. Das heißt, da werden halbwegs gute Spieler rausgefiltert und dann, Leute, ich biete einfach auf die Leute. Auch manchmal 200 Münzen. Ihr müsst so ein gewisses Gefühl entwickeln, wer was wert sein könnte und wer eher nichts wert sein könnte. Ich würde euch raten, eher nicht so auf Torwerte zu bieten. Das habe ich teilweise schon auch gemacht, aber es ist nicht ganz so effektiv, denke ich. Und ja, da geht ihr zum Beispiel eben rein in die Super League. Da braucht man die Spieler immer wieder für Squad-Building-Challenges. Das heißt, die sind von Haus aus schon auf jeden Fall mehr wert. Dasselbe gilt bei der Liga Bancoma MX. Da könnt ihr auch drauf bieten. Torwart, wie gesagt, eher nicht so. Ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr auf die bietet. Aber ja, hier so 200 Münzen einfach mal drauf bieten. Da dürft ihr auf jeden Fall nicht zu geizig sein, sage ich mal. Ihr müsst das schon ein bisschen riskieren. Ihr könnt natürlich bei jedem Spieler auf den Preisvergleich gehen. Das ist mir aber ein bisschen zu mühsam. Das mache ich dann nachher meistens, wenn ich die Spieler reinstelle. Also ich biete hier einfach. Ja, 150 Münzen so auf verschiedene Non-Rare-Karten aus verschiedenen Ligen. Zum Beispiel Eredivisie geht auch ganz gut. Einfach hier mal, ja, 150 auf einen Spieler bieten. Ihr seht auch schon beim Preisvergleich, die Spieler sind halt mehr wert. Ihr seht es bei dem einen Spieler hier schon. 1000 Münzen, ja. Ist der einfach mal wert. Wenn ihr den so für 800 Münzen ein-, zweimal reinstellt, dann habt ihr den verkauft und ihr habt den für 150 Münzen erboten. Also ihr müsst schon denken, ja, das ist nice, das ist nice, da könnt ihr leicht Gewinn machen, denn viele wissen halt beim Bieten nicht, dass der Spieler eigentlich so viel wert ist und ja, deswegen, ja, kann man da auch so viel Gewinn machen. Deswegen ist das sozusagen so eine kleine Lücke, eine kleine Marktlücke und ja, wir haben hier 20 Spieler erboten und wir gehen jetzt einfach mal, ja, zu dem ja, reinstellen, würde ich mal sagen. Also hier für 200 Münzen bekommen ist die Liga Bancoma MX 1400, 550. Es kann natürlich auch sein, dass der Spieler dann nur 200 Münzen wert ist oder so, ist aber eher selten der Fall, würde ich sagen. Der hier 450 stelle ich rein für, ja, 400 Münzen. Coins verdoppelt. Coins verdoppelt, auch wenn es in einem geringen Maß ist. Ihr habt die Coins dennoch verdoppelt. Hier in der Bundesliga habe ich auch ein bisschen geboten. 900 Münzen sehen wir da. Also es ist echt easy, ey. Es fällt mir jetzt erst gerade auf, wie easy das wirklich ist. 900 Münzen haben wir gesehen, ja. 800 Münzen machen wir im Endeffekt. Das wäre eine Vervierfachung der Coins. Hier ein weiteres Spiel aus der Bancoma MX. Und ihr seht es auch schon. 500 Münzen ist der auf jeden Fall wert. Deswegen machen wir so 450. Und es ist halt eine geringe Anzahl an Coins, die ihr da aufwenden müsst, aber ihr könnt eure Coins halt wirklich schnell verdoppeln oder so. Und deswegen würde ich das vor allem den Leuten raten, die nicht ganz so viele Coins haben oder die irgendwie investiert haben in Spieler und deswegen gerade wenig Coins haben. Da sehen wir 1000 Münzen, Grosse, der gute Mann, 700 Münzen, ja. Es ist easy, es ist wirklich easy. Ich habe einfach wirklich random auf die Spieler geboten und im Nachhinein kommst du dann halt drauf, dass die Karten wirklich alle was wert sind. Der hier 750, 600, 550 und ihr könnt dann wirklich am Anfang auch schon so circa schätzen, was der Spieler wert ist und die verkaufen sich auch wirklich. Denn das ist nicht schlimm, wenn ihr einen Spieler einfach mal für 50 oder 100 Münzen mehr reinstellt. Er wird trotzdem gekauft, weil diese Karten einfach, beziehungsweise weil die Leute einfach diese Karten kaufen und nicht auf die bieten wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine SBC mache, dann will ich nicht auf einen Spieler bieten, weil es einfach viel zu lange dauert und viel zu nervenaufreibend ist und viel zu lästig ist. Deswegen kaufe ich mir die Spieler da auch meistens per Sofortkaufpreis und das machen eben die meisten so. Ja, die Faulheit der Leute müsst ihr sozusagen ausnutzen, indem ihr dann einfach auf die Spieler bietet. Der Lomp hier ist ein Keeper, deswegen ist er nicht ganz so viel wert. 300 Münzen würde ich da jetzt mal schätzen. Der hier 500 Münzen. Also wenn ihr Glück habt, ja okay, 300 Münzen,
Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr da wirklich richtige Gold, Diamanten finden. Diamanten könnt ihr da finden durch die Trading-Methode. Da würde ich schätzen 350. Also wenn ihr da auch beim Bieten vor allem immer auf den Preisvergleich geht und dann irgendwann mal so seht, wow, der kostet 10.000 Münzen, dann direkt auf den bieten. Ne? Ihr könnt natürlich auch auf die Karten ein bisschen mehr bieten, falls ihr eben seht, yo, der kostet so 5.000 oder so, dann könnt ihr schon mal auch 1.000 da drauf bieten, denn wenn ihr ihn dann für 5.000 oder so verkauft, ey, das ist das beste Beispiel, Leute. 1.400 wird auf den geboten, 8.000, das ist so ein perfektes Beispiel, 5.000, 3.900. Ich habe ihn für 150 Münzen bekommen. Ich stelle ihn jetzt absichtlich ziemlich günstig rein. Was ist das für eine Liga? Okay. Ich stelle ihn jetzt absichtlich im Verhältnis günstig rein. 3.900 wäre er wert. Wir stellen ihn rein für 3.400 und hoffen, dass er sich direkt verkauft. Ey, das wäre so ein nicer Gewinn. Also das ist ein geiles Beispiel. Einfach mal, keine Ahnung, verdreißigfacht die Coins oder so. Ne, verzwanzigfacht oder so irgendwie. Also auf jeden Fall viele Coins gemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Da machen wir jetzt einfach mal einen 500er. Ey, der war einfach gerade 3.900 Münzen wert und wir haben ihn einfach für 150 Münzen richtig random erboten. Ne? Der hier ist ein Keeper, deswegen wird er nicht ganz so viel wert sein. Den stelle ich jetzt mal so rein für 300. 300 Münzen machen wir bei ihm hier. Ist ein Niederländer und den braucht man auch gerade bei SBCs so ein bisschen. Jo, nächstes geiles Beispiel. Ah, okay, doch nicht so ganz. 700 Münzen. Ich dachte gerade, dass der vielleicht doch ein bisschen mehr wert ist. Auf jeden Fall würde ich euch raten, vor allem in der Bankhomer MX und in der türkischen Liga zu bleiben und dort auf die Spieler zu bieten, weil da eben gerade diese Liga-SBCs draußen sind. Hier für 150 Münzen haben wir eine Karte bekommen, der ist so circa 400 Münzen wert. Es ist überall ein Gewinn, es ist überall mindestens eine Verdopplung von den Coins, die wir eingesetzt haben. 1400 bei ihm, 700 Münzen können wir für 600 verticken. Ist eine Verdreifachung der Coins und die zwei Spieler packen wir jetzt auch noch auf den Transfermarkt. 400 Münzen für den würde ich jetzt mal schätzen. Und dann noch der Dugal. Dugal, wir schauen, was du wert bist. Du kostest 1000 Münzen, 700, wieder mal 600 Münzen und das ist ein easy Gewinn. Es kann sein, dass ihr die Spieler natürlich 2-3 Mal reinstellen müsst, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, finde ich. Also wenn man sowieso ein bisschen zockt, einfach nur dieses R2 zu drücken, um die Spieler nochmal reinzustellen, das ist kein Aufwand. Und hier seht ihr schon, zwei Spieler haben sich direkt verkauft, das sind noch andere Trading-Methoden, die ich angewandt habe in den letzten Stunden, würde ich mal sagen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das an sich auch schon mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das ist wirklich eine leichte Methode, die ihr auch immer machen könnt. Also immer einfach mal auf Non-Rare-Silberkarten bieten, denn es gibt wenige Non-Rare-Silberkarten, die wirklich 200 Münzen wert sind. Das wissen die wenigsten, aber ihr könnt da eben jetzt die Lücke nutzen und da einen schönen Gewinn rausbekommen. Ja, Freunde, das war's. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, gerne zu MMOGA und so, da bekommt ihr auch PSN-Cards für nur 19 Euro statt 20 Euro, ist immerhin 1 Euro Rabatt und ihr unterstützt mich dann natürlich auch damit, das ist natürlich auch ganz klar, möchte ich auch gesagt haben. Und dann war's das mit dem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal, habt immer High Hopes und ciao!